viele Hunde siehst du? Die sind jetzt hier nicht so schön einfach in der Linie, sondern in einem Kreis dargestellt. Und damit man nicht aus Versehen doppelt zählt, würde ich dir vorschlagen, du suchst dir einen Hund aus, mit dem du anfangen möchtest. Zum Beispiel diesen. Merkst dir aber schon mal, dass das dann der letzte ist, den du zählen darfst, wenn du so rumzählst. Okay? Wir machen das mal zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und stopp. Weil hier haben wir angefangen. Also wir haben acht Hunde. Wie viele Mäuse siehst du? Also du schnappst dir wieder eine, wo du sagst, mit der möchtest du anfangen zu zählen. Zum Beispiel diese hier. Und wenn du jetzt so rumzählen möchtest, dann musst du wissen, das ist die letzte, die du zählen darfst, weil mit der fängst du an. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und stopp. Also 7 Mäuse. Du kannst dir das auch vorstellen, wie in einer Schlangenlinie zu zählen. Zum Beispiel so 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, dann kommt hier nichts mehr. Also da kann man dann nicht aus Versehen doppelt zählen. Machen wir noch eine Aufgabe mit Keksen. Wie viele Kekse siehst du? Also da würde ich auch wieder in Schlangenlinien zählen oder wenn man das auf dem Blatt Papier hat, vielleicht mit einem Stift markieren, mit einem Häkchen oder einem Strich, welche du schon gezählt hast, damit man nicht aus Versehen doppelt zählt. Also ich gehe jetzt mal hier von oben nach unten. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 ungefähr so. Also 9 müssen wir noch anhaken. Dann machen wir noch eine allerletzte Aufgabe. Das ist ja das allerletzte. Wie viele Mäuse gibt es? Das sieht mir ganz schön viel aus. Na mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das war aber anstrengend.